4 Tage, dann ist auch schon Weihnachten. Das heißt, wir öffnen heute das 20. Paket. Micha, du hast es zu Hause, du weißt auch schon, was drin ist, nehme ich an. Also zeig doch mal, was können unsere Abonnenten denn gewinnen? Aber sicher doch, Philipp. Da ist es, das Paket, um das es sich heute drehen soll. Bin gespannt. Sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Ja, ihr wisst ja, dass die Deutsche Post nicht gerade zimperlich in diesen anstrengenden Tagen in der Vorweihnachtszeit mit den Paketen umgeht. Aber solange denn die Ware unbeschädigt ist, wollen wir uns nicht beklagen. Und ich sehe hier gerade schon direkt auf den ersten Blick, wir haben auch hier einen guten Puffer drin, der hat aber auch nichts abbekommen. Und zwar, jetzt wollen wir nämlich mal das Geheimnis lüften, kommt da als erstes zum Vorschein eine Mütze der Firma, um die es heute gehen soll. Nämlich, und ich habe mir vorher sagen lassen, wie man es korrekt ausspricht, Kristen, nicht Christen. Und dann offenbart sich mir hier im Paket noch allerhand an Kleinigkeiten. Ich stelle es mal neben mich und dann machen wir das mal der Reihe nach. Wir haben aus dem Kleinteilprogramm von Kristen zunächst einmal Tail Rubbers. Was ich ja cool finde, ich glaube, Kristen ist eine der, oder die einzige oder eine der wenigen Firmen, die schon eben auf so Naturverpackungen setzt, ne? Ganz genau. Und das ist wirklich Ringswibble hier. Und das sieht ist wirklich hier, ihr seht es schon, ich könnte jetzt so weitermachen. Es sind insgesamt 8 oder 9 Pakete aus dem Kleinteilprogramm dabei. Alle sind in dieser, ja, natürlichen Pappe im Prinzip, nichts anderes ist es ja gehalten. Vorne mit einem kleinen Klarsichtfenster, damit man halt auch in der Tacklebox den Überblick behält. Was übrigens auch geschickt gemacht ist, man kann hier ist so eine, ja, so eine Falz, die ist quasi so vorperforiert, um das halt dann auch sozusagen platzsparend in der Tacklebox sozusagen abtrennen zu können. Und trotzdem den Überblick zu bewahren, worum es sich da genau handelt. Ich finde wirklich, dass Kristen damit einen Schritt in die richtige Richtung, nämlich die Richtung der Nachhaltigkeit geht, gerade was die Produkte betrifft, mit denen wir als Karpfenangler tagtäglich konfrontiert sind und wo einfach eine Plastikverpackung auch nicht unbedingt erforderlich ist. Ne? Und die alten Hasen werden sich noch erinnern, die Vorfachmaterialien von Kristen. Wir haben hier einmal das Schakal Coated Anti-Tangle Braid. Ummanteltes Vorfachmaterial gefällt mir auch persönlich vom Produktdesign echt sehr gut, zumal das auch noch im Stile von früher gehalten ist, aber auch hier wieder in einer Pappverpackung. Und wahrscheinlich noch bekannter als das Schakal ist das Snakebite. Oh ja. Das Snakebite-Vorfach, ich kann mich noch erinnern, kleine Anekdote dazu, es muss noch zu Schulzeiten gewesen sein, als ich zum ersten Mal seinerzeit um die Jahrtausendwende rum damit in Berührung gekommen bin und gar nicht so richtig damit anfangen konnte. Ich fand es nur total abgefahren, wie denn so ein Vorfach so steif sein kann, dass ich anfänglich gedacht habe, man kann damit überhaupt nicht angeln, wie soll denn das ein Fisch haken, bis ich dann erstmal das Prinzip dieser ummantelten Vorfächer überhaupt verstanden habe. Ich glaube, wenn es sowas gibt wie den Urvater der ummantelten Vorfächer, dann ist es sicherlich dieses hier und die vergleichbaren Produkte aus dem Hause Kristen. Dann haben wir noch ein größeres Produkt im Paket, das ist die Hauptschnur, Oblivion heißt sie. Maximum Abrasion Resistant, also hochgradig abriebfest. Die ist in einem Schwarz gehalten. Hier sieht man es. Muss ich mal gerade schauen. Wie also eine Mono, ne? Genau, es ist eine monofile Schnur. 1000 Meter, 38er Durchmesser. Ich wollte noch ganz kurz auf eine Kleinigkeit, die mir hier an der Verpackung besonders positiv aufgefallen ist, eingehen. Da sind nämlich hinten so die gängigsten Knoten, mit denen wir so zu tun haben, nochmal abgebildet. Mir persönlich sehr gut. Genau, mit einem 120-Euro-Paket, ich tue es mal alles wieder zurück in seinen ursprünglichen Ort, das Paket, sind wir dabei, beziehungsweise seid ihr dabei. Und wenn ich sage ihr, dann könnt ihr zwei ja mal erklären, wer denn damit genau gemeint ist. Alle, die ein Monatsabo haben, ein aktives, ungekündigtes oder ein Jahresabo,
gleicher Form, sind automatisch im Lostopf. Ihr müsst also nichts mehr tun, nicht nochmal separat irgendwo anmelden. Ihr seid automatisch dabei und am 27. ziehen wir 40 Gewinner. Ganz wichtig nochmal zu sagen, wir haben eine Menge Preise für euch und ja, ich wünsche jedem da draußen sehr viel Glück. Die 99 Cent Abos sind leider nicht dabei. Wir wollen das wirklich nur für unsere Treuesten da draußen machen. Im Gesamtwert von über 3000 Euro haben wir hier Preise für euch bereit, also eine ganze Menge. Und zusätzlich haben wir eine Website gemacht, wo ihr nochmal alle die ganzen Videos, die ganzen Unboxings, die jetzt schon vorangegangen sind, nochmal nachgucken könnt und alle weiteren Informationen auch zu unserer Aktion findet. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als ein fettes Dankeschön an alle, die dabei sind schon und hier wieder eingeschaltet haben. Und ich freue mich, euch im nächsten Video, das schon morgen kommt, wieder begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg. Viel Erfolg jedem. Daumen drücken.